Ja, hier werden schon die Zuschauer bestochen, ja, mit Geld, damit die hinkommen. Nein. Liebe Zielgruppe, der Mann mit der Klatsche ist wieder da. Ja, ihr habt sie geliebt. Herzlich willkommen zum großen Staffelfinale von der Bundesmoderator trifft. Hey, da hat mein Kameramann Olli aufgepasst. Ja, damit haben wir jetzt auch circa 18 Sendungen mit ihm geübt. Und er ist mittlerweile perfekt. Er weiß schon unser Formatname. Naja, wir sind heute hier in Dortmund und berichten über ein tolles, tolles Charity-Konzert für Kinderlachen e.V. Ja, das Ganze heißt Daniel Gogola and Friends in Concert 3.0. Was 3.0 nun darin bedeutet, erfahren wir jetzt. Wer bist du? Ich bin der Markus. Der Markus. Ja. Markus macht heute hier die Pressefotos, oder? Ja, genau. So ein bisschen, der, so den Kontakt zu den Medien knüpfen sozusagen. Ja. Hast du die Medien gesehen? Ja, habe ich. Echt? Hier, ja. Der Bundesmoderator, ja. Ja. Und wer tritt heute hier auf? Hast du eine Ahnung? Ja, Daniel Gogola habe ich gehört. Nein. Und der Daniel. Ich hätte gerne und Friends getroffen, aber nicht Daniel Gogola. Was macht Daniel denn so besonders? Wenn jetzt Leute sich zu Hause fragen, warum sollten wir jetzt Daniel Gogola kennen? Was würdest du jetzt so antworten? Ich meine, er covert auch einige Songs, aber er ist auch jemand, der halt eigene Songs hat und er gibt sich echt Mühe, auch für Kinderlachen. Ja? Ist aber sich Mühe geben nicht gleich Sex? Nein. Er kann gut singen. Man muss ja sagen, er hat mal für uns, hat er mal live in der Sendung gesungen. Ja, echt, ganz spontan. Ja, weil wir hatten ihn damals mal, dann in meinem alten Format, hatten wir ihn mal getroffen auf der Straße, als Straßenmusiker in Krefeld. In Krefeld? Ja, und da gucken wir uns kurz die Mats an. Okay. Live! Wish you smelled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets together, just like us, but we never stray. Willst du auch singen? Hyper! Ja, da war ich ja Wachs. Da war ich ja Wachs in seinen Händen. Ne? Ja. Hat er für mich gesungen? Für dich? Ja, das hat er so getan bestimmt. Ja, wahrscheinlich hat er für seine Ische gesungen. Ja. Kann man das noch anschauen bei YouTube? Ja, natürlich, hast du doch gerade gesehen. Wir sind doch gerade, hast du das doch gerade live gesehen. Ach so, das war das Video. Das war das Video gerade. Und wir sind gespannt hier. Ja. Wir sollen ja wirklich hochkarätige Leute angekündigt haben. Ja. Wie Paul Falk und noch einer aus DSDS. Julia Müller ist auch dabei. Wer kennt sie nicht? Die Julia Müller. Wer kennt auch sie? Auch bei YouTube unter Jules oder so. Ah. Anna Flugowski ist hier. Hey! Die Anna. Ja. Toll, du singst heute auch hier. Genau. Was singst du so? Jar of Hearts singe ich, das Beste und dann noch ganze Lieder mit Daniel zusammen. Ja, toll. Also das Beste ist, das Lied ist ja schon total toll. Ist das nicht schon abgenudelt? Ist das nicht so kitschig? Ein bisschen ja, aber ich meine, es ist immer gut, jemandem zu sagen, dass du das Beste bist für mich. Also deswegen finde ich es eigentlich noch ganz gut. Viel zu schön ist es mit dir, wenn wir uns gegenseitig Liebe schenken. Ist das Beste nicht schon gut genug? Geht das nicht noch besser? Oh, ich glaube, es geht immer noch besser, auf jeden Fall. Aber nö, das Lied ist eigentlich ganz, ganz schön. Der Max wollte das erste Mal auf Klavier spielen und hat er gefragt, ob ich mitsingen würde. Und ich sagte, ja klar, und jetzt haben wir noch Cajon und dazu. Und ja, das wird ganz cool. Das war total toll hier werden. Ja. Die Frage für uns ist ja, warum heißt es gerade hier David Gogola and Friends? Ja, Daniel. Du hast David gesagt, Schatzi. Hab ich schon wieder David gesagt? Ja. Ab heute heißt er halt David. Komm, okay, wir nennen ihn David. David also, Gogola, jetzt David ist das Daniel. Gogola, ein Fan. Ja, zu Weihnachten wird man auch besinnlich. Und da, guck mal hier, wir basteln aus einer Geige eine Ukulele. Hallo. Hallo. Tag. Was spielt ihr denn heute hier? Geige. Ja, aber gerade Ukulele. Ja, tja. Ja, was machst du denn so? Bist du wirklich Sängerin oder machst du das nebenbei?
Hast du einen YouTube-Channel sehr wahrscheinlich? Ja. Ja, so 3-4 Videos. Also größtenteils habe ich Videos halt mit Daniel zusammen. Aber eigentlich bin ich Schauspielerin. So. Was? Richtige Schauspielerin? So. Aus welcher Doku-Solo-Sache bist du denn da entsprungen? Zum Beispiel kennst du Schloss Einstein? Ja, echt? Kenn ja, ich. Da hab ich nämlich jetzt mitgespielt. So. Nein, die von Pika. Die ja, genau, die in Erfurt gedreht wieder. Cool, da bist du ja was Tolles. Nein, das geht. Also was, ich stehe noch ganz am Anfang. Also ich bin nicht ganz am Anfang. Du bist schon rausgeschrieben worden. Ja, meine Rolle wurde wieder rausgeschrieben. Glöckchen klingelt und darf reinkommen. Und gibt es wirklich noch so ein Glöckchen? Ja, so ein ganz altes, goldenes Glöckchen. Wow, habe ich aber auch nicht mehr. Nicht? Meine Mama hat es nur. Das ist toll. Ja, das ist schön. Lisa Locke. Weiße. Anna Fokowski, ja? Hier bei David. Schon wieder David. Daniel Gogolla and Friends. Daniel. Aber ich hab's sowieso immer mit Namen. Ja, bei mir in der Sendung, komm, mal kurz einen Rückblick machen. Wir haben so viele Prominente oder Nicht-Prominente bei mir in der Sendung gehabt. Und da sind immer so abgefahrene Sachen passiert. Ja, und dann hatte ich auch mal zum Beispiel diese Aktion mit Glasperlenspielen, ja, die ich aus Versehen mit Luxuslärm angekündigt habe. Peinlicher geht's nimmer. Und das sind eine meiner kleinen Anekdoten, die ich euch jetzt nochmal zusammenfassend zeigen werde. Das rote Lämpchen. Das rote Lämpchen ist wieder an. Hey. Es geht wieder los. Oh, guck mal, das sticht das? Nee. Guck mal, ach, eine Fliege. Jürgen Fliege ist da. Guck mal. Der extra zum Kirchentag. Wir haben ja Kirchentag in Hamburg, ja? Und da wir ein christliches Magazin sind, haben wir auch einen christlichen Gast. Deswegen so ist es zum Thema. Ja. Also ich bin wenigstens einer der Ehrlichen, die das zugeben. Ne? Ich habe meine Fans gekauft. Aha. Ja? Du glaubst doch nicht ernsthaft, außer Karl, dass ich noch irgendeinen anderen Fan habe. Ja, mehr als nur Plastik. Ja. Was bedeutet das? Hier ist Kevin Gröwig. Ja, hallo, ja. Museumspädagoge. Super, man sieht, man muss erst mal sagen, ja, den Eltern zu Hause, ja, mit Kevin kann man trotzdem Karriere machen. Ja, das ist richtig. Womit hast du dich denn hier verdient gemacht, dass du auf der Tattoo-Messe bist? Normalerweise bist du der harte Ermittler. Richtig. Gar nicht geskripteten Texten? Nein. Nein, gar nicht. Gar nicht, alles ist natürlich Natur. Ja, du, keine Ahnung, irgendwie... Hast du Tattoos? Jetzt echt, ich habe selber auch Tattoos. Ne? Oh. Das hast du aber verbrannt wieder. Mein Tätowierer ist auch hier auf der Messe. Mhm. Das ist das Freiwerkstudio. Ja. Und du hast aber auch getrunken, rieche ich gerade. Ja, so ein bisschen. Deswegen fällt mir das Reden auch gerade schwer. Mir reicht, wenn ich Kredit habe. Das reicht mir schon. Genau, gib dem Semmelrockels Kredit. Genau, das hat sich jemand bewährt bei mir. Ohne Zinsen. Ja, bitte. Ja. Gib mir alles, aber lasst mir den Kredit. Pornodarsteller, warst du oder bist du noch Pornodarsteller? Nicht so laut. Ist es dir peinlich gerade, dass ich sage Pornodarsteller? Ja, da habe ich für mein Musikarchiv habe ich wieder Ware, heiße Ware. Und die CD, wo konnt ihr die CD bestellen? Gibt es da irgendwann so eine Internetseite? Die kann man im Handel bestellen, also Saturn, Mediamarkt und sowas. Überall, ich stehe zwar nicht im Regal, aber die kann man im Handel bestellen. Also lieber anonym bestellen, bevor wir da mit einer Kasse stehen und sagen, wir tun die Maroni. Dann macht man nichts und so, ich habe hier mal was. Und dann gucken die, das ist glaube ich schlimmer als ein Pornoheft kaufen, wissen Sie? Andere CDs drüber und so. Ja, genau. Hey, ich sehe ein Schneegestöber. Der Herr Glöckler. Immer wieder, ja, der Herr Glöckler. Ich wollte eigentlich meine neue QVC-Kinderkollektion präsentieren, aber ist ja hier nicht möglich, ne? Ist auch nicht pompös. Nein. Nicht pompös genug, weil die Kölner sind ja viel pompöser als ich. Lass dich auch ein bisschen. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Das ist nett, ne? Ja, ist doch nett für ein bisschen. Nette Komplimente sind immer ganz gut. Das könnt ihr Italiener ja, ne? Komplimente machen. Beste Tisch, beste Frau. Es ist beste. Wenn du ins Restaurant kommst, bekommst du immer den besten Tisch. Wenn die Frau reinkommt, ist immer die schönste Frau. Wenn der Mann kommt, ist immer der bestgekleidete. Wir machen gerne Komplimente. Das ist, ich glaube, das erleichtert das Leben, das Miteinander. Es ist gut, den Menschen ein gutes Gefühl zu geben, glaube ich. Einmal entschlossen. Meine Urinprobe von gestern. Oh, vorzüglich. Das müsst ihr ja auch machen, Dopingkontrolle. Ja, das gehört auch dazu. Ja. Werdet ihr da, das ist ein tolles Thema, Dopingkontrolle. Geht jemand mit auf Toilette? Also nein, auf Toilette nicht. Selbst nicht, aber es kam auch schon beim bekannten Profiboxer von mir jetzt vor, dass mitten in der Woche um 11 Uhr abends angeklingelt wurde, privat zu Hause, und
eine Urinprobe verlangt wurde. Ja, das kommt vor. Spontan? Spontan, ganz spontan. Die kommt spontan, ja. Ich kann aber nicht spontan Pipi machen. Gemein sein. Ich könnte jetzt ganz gemein sein. Sei ganz gemein. Wir haben letztes Mal haben wir was gedreht mit Heino. Ja, wir haben sein Konzert mitgedreht. Hm. Theoretisch könnte man jetzt abbrechen und sagen, jetzt machen wir das Heino-Konzert. Frau Schöneberger? Frau Schöneberger? Das ist auch nicht, das war Schöneberger, guck mal. Könnten Sie mal kommen, Sie haben so schön abgenommen. Gerade das Kind bekommen, direkt abgenommen. Das ist richtig, ja. Ich habe übrigens einen neuen Liebhaber. Ich sag's nicht der Presse, nur guten Freunden wie dir jetzt. Hey, habt ihr eine zufällig da, eine Klatsche? Nee, haben wir nicht, aber ja. Hast du schon kaputt gemacht jetzt so auf Anhieb. Wer klatschen bei euch? Bei den Konzerten? Definitiv immer ich. Ja. Also ich sag den Leuten immer bitte jetzt klatschen. Ja. Dann wissen sie auch, wann sie klatschen, weil ich meine, sonst ist es ja nicht offensichtlich so. Genau. Ich danke dir. Ja. Immer wenn ich dich sehe, freue ich mich. Ja. Du kennst mich immer noch. Ne? Ich glaube, es ist auch vielleicht so prägnierend. Nein, er ist ja so frech und er hat so flache Witze. Also und man kann das mögen, muss es nicht mögen, aber ich mag dich. So Daniel, ich weiß, sehr ungünstig gerade, weil fast du gerade kochst vom Auftritt. Fast alles, alles gut, alles gut. Du bist schon nervös. Ja, jetzt so langsam, jetzt geht's in die heiße Phase, jetzt noch einige Vorbereitungen zu treffen. Ich muss mir auch noch mal ein bisschen stylen, meine Haare noch ein bisschen machen. Sieht ja gut aus, hallo. Ah, okay. Geht das, okay. Bist du eitel? Ja, ich bin schon eitel. Also. Aber wenn du sagst, dass es gut aussieht, dann... Dann stimmt das auch. Dann stimmt das natürlich auch, ne? Ja, Leute, die dich jetzt zum Beispiel jetzt nicht kennen, was ich jetzt nicht glaube, ist ja wahrscheinlich, dass du eine sehr große Fanbase... Du hast eine große Fanbase bei Facebook. Hallo? Ja, es sind jetzt bei Facebook, glaube ich, 3.100, 3.200, irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe halt mit YouTube und Facebook angefangen damals, habe YouTube-Videos hochgeladen, das Ganze hat sich dann irgendwann ausgebaut, habe mein erstes eigenes Konzert vor 3 Jahren gehabt. Dieses Motto Daniel and Friends in Concert, das haben wir jetzt auch hier halt heute wieder. Das ist immer so eine Wohnzimmeratmosphäre, eine Art Jam-Session. Und da sind allerdings ja, immer noch andere Freunde dabei. Heute haben wir den Lukas Mohr dabei, den Paul Falk, Anna Flokowski, die seit 3 Jahren dabei ist. Die ist ja schon scharf, ne? Die Anna, ne? Ja, da hast du ja schon scharf auf dem Boden. Anna ist schon eine scharfe Braut auf jeden Fall, natürlich. Natürlich, echt, da hat man nicht nur einen Christbaumständer selber. Nee, aber warum 3.0? Die Anna hat es eben auch schön erklärt, aber erklär uns das mal mit deinen eigenen Worten. 3.0. Ja, 3.0. Das ist jetzt im 3. Jahr das Ganze. Das wiederholt sich jetzt zum 3. Mal. Wir spenden immer an diesen Verein Kinderlachen aus Dortmund. Der setzt sich für schwerstkranke Kinder ein, für Kinder, die halt sozial schwach sind. Und ja, da wollen wir einfach was Gutes tun, weil dieser Verein, der unterstützt nicht in Form von Geld, sondern der bringt Sachspenden direkt zu den Kindern. Und das finde ich persönlich super. Und deswegen will ich das mit diesem Konzept hier, was ich habe, Daniel and Friends im Konzert, sehr gerne unterstützen. Und du hast schon eine geile Stimme, das habe ich ja schon mal vor 2 Jahren mal erfahren, mitten auf der Einkaufsstraße in Krefeld singt er Milo. Ja, ja, also hat sie auch schon wieder einiges getan, ist seitdem natürlich, wäre auch schlecht, wenn nicht, ne? Und ja, ich freue mich, dass... Was singst du jetzt noch? Helene Fischer? Helene Fischer noch nicht, nee, das kommt dann in ein paar Jährchen vielleicht mal sehen. Obwohl, die gut ist, die Frau. Ja, sehr gut, habe ich auch schon live gesehen, eine sehr, sehr gute Bühnenshow, also ist schon... Warum gehen jetzt alle nach Helene Fischer, warum? Ich weiß nicht, irgendwie, sie macht diesen Schlager attraktiv. Also sie ist natürlich auch selber eine sehr schöne Frau, ne? Falls du es mal sehen solltest, ja. Und, da vergessen wir doch die Anna doch wieder. Nein, und ihre doch, da steht sie sogar hinter euch, da ist die Anna zufällig dabei. Nein, natürlich, Anna, du bist unser Sexsymbol des Tages. Ja. Okay. Okay. It's gone fast, you say. It's gone fast, you come. Running right next to you day by day. Nobody hears your awful rage. Der nächste Prominente ist da. Guck mal an. Kann man schon Promi bei dir sagen? Erstmal Paul hier, Paul Falk. Also ich bin sehr bescheiden. Also ich würde mich noch nicht als A-Promi bezeichnen. Also ich bin da noch jung. Ne? Wir arbeiten uns im Alphabet hoch. Und wenn Leute sich jetzt so mal so fragen, hey, Paul Falk, woher könnte man ihn kennen? Woher könnte man dich kennen? Ja, aus verschiedenen Fernsehproduktionen, Alarm für Cobra 11 zum Beispiel oder Rosamunde Pilcher, ne, für die etwas Älteren. Ja, ich habe da mal mitgespielt, ja. Der Sohn, der kleine Sohn. Der kleine Süße, nee, der verliebt ist, ja. Das war auch mal so, ja. Da war ich, glaube ich, 10. In Österreich haben wir das gemacht, war ganz schnuckelig. Und ich hatte vor 2 Jahren meine erste Hauptrolle im Kinofilm, der hieße Kleine Morde, war mit den beiden Ochsenknechts auch. Und vielleicht kennt man mich auch von Falcon Sons.
Da bin ich mit meinem Vater, Dieter Falk, der mit der Glatze. Mit dem Cabrio auf dem Kopf, mit dem Cabrio auf dem Kopf. Oder ja. Fleischfarbene Badekappe, man weiß es da nicht. Genau, der ist das, ja. Und auch noch mit so einer großen Brille. Und mit meinem Bruder, da touren wir durch Deutschland im Jahr, haben 40 Konzerte und verpoppen Bach. Ja, das ist eine ganz gute Aktion gewesen. Ihr seid auch, glaube ich, auch in Kirchen aufgetreten. Genau. Also Kirche ist unser tägliches Brot, weil wir da ganz gut spielen können, weil die Leute kennen da Bach. Ne? Da kommt Bach ja her. Aber es ist dann manchmal ganz lustig, dass die Leute dann doch was anderes erwarten, wenn man dann die E-Gitarre rauspackt oder mit dem Schlagzeug anfängt. Promis. Lukas Mohr! Guten Tag. Hi Lukas, du bist ja auch hier. Ich bin auch hier, das stimmt. Extra aus, na? Aus Kassel, genau. Ja, ist das nicht ein Applaus zu Hause wert? Extra aus Kassel. Und jetzt stehen zu Hause oder sitzen in dem Fall sehr viele Leute und denken, woher kennen wir diesen Lukas? Und es ist dir jetzt schon peinlich zuzugeben, ja, er war nicht beim Bachelor, nein, er war auch nicht bei, was gibt's da, also Germany's Next Topmodel, nein, er war viel besser bei, ja, bei Dieter Bohlen, bei DSDS. Ja, da war ich mal. Und aber nicht, du warst noch einmal da, du hast verkackt, sondern du warst schon sehr weit gekommen. Ja, ist Definitionssache. Ne? Top 30. Ja, das stimmt. Ja, ist doch weit, hallo. Letzten 24 so. Letzten 24. Und wo dran hat's gehapert? Vielleicht habe ich nicht ins Format gepasst. Man weiß es nicht. Ja, ich bin nicht so aufregend. Ich mache lieber nur Musik und weniger drumherum. Du hast weniger Haut gezeigt. Du hast ja wahrscheinlich auch weniger rumgefügelt. Ja. Das war für RTL natürlich zu sagen, nein, dieser Lukas ist zu normal. Ja? Er kann singen, das passt bei uns sowieso nicht rein. Ne? Ja, ich war immer der nette Junge von dem an. Ohne Ecken und Kanten hat der Producer mal gesagt, so, du hast keine Ecken und Kanten. Und deswegen, ja, war halt einfach zu nett. Gefühle musst du zeigen, Gefühle! Ich wollte jetzt nicht so viel weinen. War es eine tolle Erfahrung für dich damals oder würdest du sagen, hättest du es mal lieber nicht gemacht? Doch, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also man hat viele Seiten mal kennengelernt, so auch vom Fernsehen und alles. Also bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe, aber ich würde es jetzt nicht nochmal machen. Was war denn deine Paraderolle denn da? Womit bist du denn zum Casting gegangen? Mit welchem Song? Mit Nur noch kurz die Welt retten von Tim Bensko. Tolles Lied. Ja, das finde ich super toll. Und ich sag jetzt nicht, du sollst hier was ansingen. Gut, mach ich auch nicht. Siehst du, du musst gleich selber hier singen. Ja, ich muss ja gleich, ne, gleich das Konzert zuhören. Ich spiele auch eigene Songs. Also ich habe jetzt angefangen, eigene Lieder zu schreiben auf Deutsch, so Singer-Songwriter mit Gitarre. Begleite mich ein bisschen und auch ein bisschen ernstere Themen. So ein bisschen. Hallo Welt, hallo Welt, hallo Menschheit und hallo Geld. Hast du schon gehört? Du gehst bald unter. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Publikum auch ein bisschen singen kann. Also mach mir einfach mal nach. Hallo Welt, hallo Welt. Und jetzt ihr. Hallo Welt, hallo Welt. Bisschen lauter. Hallo Welt, hallo Welt. Songs für YouTube aufzunehmen, hab mir auch eine neue Kamera gekauft. Und so. Nee, echt? Ja. Eine Action-Cam? Nee, so eine kleine, so eine ganz kompakte, wo man aber toll Verstärker dran anschließen kann mit Mikrofon und Gitarre und allem Kram. Und ja, da will ich jetzt mal meine eigenen Songs so für YouTube aufnehmen, mal gucken, wie es so ankommt, halt, damit ich mal ein bisschen Feedback bekomme, was ich gut mache, was ich schlecht mache. Live aus deinem Zimmer denn? Genau, live aus meinem Zimmer. Das ist ja toll, dann sitzt du sehr wahrscheinlich vor der Cam, ja, in deinem Zimmer und hinten kommt sehr wahrscheinlich Mutti rein, die gar nicht weiß, dass du aufnimmst und bringt die Wäsche rein. Ja? Nee, die muss ich mir sogar immer selber holen, die Wäsche. Ach du Scheiße. Ja, das ist total schlimm, dass sie gewaschen wird. Und kannst du gar nicht, ja? Kannst doch, ich kann waschen. Wenn meine Eltern im Urlaub sind oder so, dann wasche ich auch selber die Wäsche. Kannst du auch kochen? Ja, also ein bisschen, ja. Boah, bist du ein echter Mann und du kannst sogar reden. Ich kann auch noch reden. Mein Gott. Ich glaub's ja nicht. Und ich gehe noch zur Schule. Und du gehst noch zur Schule. Das ist ja unglaublich. Und du warst bei DSDS. Nein.
Das ist der kleine Schandfleck ja, da drin. Ja, ich war bei DSDS. Kann man leider nichts machen, ne? Man hat jeder hat so eine kleine dunkle Vergangenheit. Ja, das ist schon gut. Hat einen geprägt. I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already pushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I'm fed enough. I see it all, I see it now. Klatsche. Ist mittlerweile die zweite Klatsche der tollen Klatschen-Generation, die wir im Einsatz haben, weil in jeder unserer Sendung oder in fast jeder unserer Sendung passierte irgendwas Mysteriöses und Desolates mit unserer Klatsche. Und so die kleinen Highlights, die wir in der ersten Staffel damit erlebt haben, zeigen wir euch jetzt. Guck. Oh. Wieder die Palle. Ja, Tobias, danke, dass du bei mir warst. Danke. Ich hab's zu danken. Ja, gerne. Guck mal, du kriegst mal von mir einen Applaus. Ja, sicher. Oh. Das ist keine Tür. Keine Pannen können mal passieren. So, weiß nicht. Und du gehst halt immer auf Anfang. Mhm. Zwar eine Wärmung auch, aber nicht so halt wie bei der Serie oder beim Film. Ne? Mein Mikrofon, das mäßig Klatsche wieder kaputt gegangen. Liebe Zuschauer, ihr kennt das auch 2014 oder 2013. Geht das Jahr weiter oder Wort beendet, wie es auch gemacht wurde. Sparmaßnahmen. Ja, der Sender, guck mal nochmal. Ist noch eine Hand hingefallen. Guck mal. Ich habe eine Hand gefunden. Gib mir deine Hand, gib mir fünf. Gib mir fünf, ja. Finger weg von der Anna. Das ist unsere meine. Anna. Das ist meine. Die Anna, du gehst mir schon fremd. Entschuldigung. Wie bist du denn drauf? Ist es dein Freund? Nein, mein bester Freund. Dann knuddelt man so. Ja. Komm, wir machen ein bisschen exklusiv das Star-Magazin. Ist das dein neuer Freund? Willst du uns jetzt hier vorstellen? Nee, Verlobungsring, die Hund war weg. Ist du dein Manager sehr wahrscheinlich? Ja, das ist mein Manager. Es ist Ende des Jahres, die Verträge müssen wieder verlängert ja, werden. Genau, ja. Nein, ist aber, mach aber eine tolle Sache, macht sie. Kann auch gut singen, oder? Natürlich, einfach super. Oh. Was ist das? Ja, ihr gut zusammenpassen. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Ja, echt? Aber der Zug ist abgefahren. Ich glaube, da hat auch sein Freund was gegen. Ach so, ja gut, mein Gott. Wo suchst du was Neues? Ja, also ich bin die Anna Flakowski, falls da draußen irgendjemand ist, der mich möchte. Hast du einen Traumtypen? Wie sieht der denn aus? Mein Traumtyp? Also so groß ungefähr, dunkle Haare, tut mir leid, Johnny, dunkle Haare, Locken, dunkelbraune Augen wäre auch sehr schön. Dunkelbraune Augen? Ja, am liebsten Musiker. Blau ist doch besser. Nein, braun. Warum? So warm. Du hast braune Augen, sehe ich gerade. So gefärbt. Ich habe nur Kontaktlinsen drin. Warte mal, passt das von der Größe? Oh, das geht auch, du. Braune Haare, den Locken, da müssen wir noch irgendwie... Das habe ich leider nicht, aber nicht da. Ja, aber Bart hast du. Bart ist auch ganz wichtig bei Männern. Ja. Ja, sonst sehen die da wie so kleine Kinder aus. Was hat ihm bis jetzt gut gefallen bei Daniel, jetzt gerade im Event? Heute? Seine Songs, die er selber schreibt. Ich mag einfach seine Art, wie er Gitarre spielt, seine Stimme. Natürlich auch die seiner Mitsängerin. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Anna, aber den Nachnamen weiß ich jetzt auch nicht mehr. Okay, aber Anna hat auch eine super geile Stimme. Das stimmt, ist ja auch bei Schloss Einstein jetzt, haben wir erfahren heute. Ehrlich? Kennen Sie Schloss Einstein? Nein. Auf dem Kinderkanal eine Serie. Egal. Okay, da bin ich ein bisschen weiter von weg. Jetzt habe ich wieder einen Daniel-Fan. Ja, hi. Hi. Ich bin Lisa. Hi, Lisa. Was findest du so an Daniel toll? Seine Musik auf jeden Fall. Hm? Auch wie er sich gesteigert hat die letzten Jahre. Also wenn ich mal überlege, so am Anfang, dachte ich mir erst so,
Wie, war er so schlecht? Nein, schlecht auf keinen Fall, aber er hat sich enorm gesteigert. Aha. Von der Musik her. Ja, auch die Stimme. Ja. Die Frage ist für mich, ich kann zum Beispiel gar nicht singen. Dann könnte ich es theoretisch auch gar nicht lernen. Ja? Doch, das kann man lernen. Dass man singen kann, obwohl man gar nicht singen kann? Ja, jetzt nicht so atemberaubend wie so ein Superstar. Aber wie Daniel zum Beispiel, das würde ich jetzt nicht können, sehr wahrscheinlich. Eventuell. Und wie gefällt dir der optisch? Ist er so mehr so der Schwiegermuttertraum, ja, oder? Das ist ein Sunny Boy. Ja. Wenn man schwach werden könnte. Ja, ich jetzt nicht unbedingt, aber viele Mädels bestimmt. Ja, haben wir, guck mal, haben wir schon welche hier. Guck mal, würdet ihr bei Daniel schwach? Würdest du bei Daniel schwach werden? Nein. Nee. Gut, das ist immer schön, man sagt immer, die Frauen achten nur aufs Äußere. Nein, es geht ja nur um stimmliche Qualitäten. Ach Quatsch, nicht nur. Nicht nur. Auch bei Daniel ist es so. Ja, er ist auch vom Charakterlichen nett, aber. Nee, ist er wirklich. Aus die Maus, liebe Zuschauer. Das war es nun von unserem, ja, unserem etwas anderen Interviewmagazin mit dem kleinen, ja, mit dem kleinen pompösen Staffelabschluss hier von meinem Format. Ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, bleibt uns gewogen und wir gehen jetzt noch auf die Aftershow-Party und saufen uns Joko voll. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss.